Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Wir spielen zur Abwechslung mal gegen die. Können wir nicht mal vernünftige Menschen finden? Wo ist das ärgerlich? Was? Bin ich in der Plätzchen? Das ist natürlich traurig. Ich habe dieses Jahr gar keine Plätzchen gebacken. Naja, letztes Warum Jahr auch nicht und das Jahr davor auch nicht, aber macht ja nichts. Ich habe Vanilleplättchen gemacht. Plättchen? Ich mag auch gerne Vanilleplättchen. Ja, so, also stand zumindest auf der Packung. Oh ja, warum frage ich überhaupt? Natürlich war das wieder die Abfallabteilung der Menschheit. Was machst du, dein Pudel? Das ist für dich. Das ist gut. Ja, wollen wir halten? Ei. Schick mal ein paar Drohnen mit drauf, bitte. Ich weiß es nicht! Schick mal ein paar Drohnen mit drauf, bitte. Drohnen drauf. Da morfen Banelinge. Ja, die sind noch nicht fertig. Das war meine Abend. Was macht ihr denn jetzt Long Distance, meine? Ich hoffe, es kommt noch mal was von dir. Ja, ist alt. Also. Ja, was machst du da? Warum rufkommandest du immer so viel? Das verstehe ich immer nicht. Alter, wann ist denn jetzt Speed durch? Das gibt's doch nicht. Jetzt gleich. Und zwar jetzt. Es wäre halt echt gut, wenn ich diese Echse halten könnte, ne? Oh, du rennst rüber? Sag doch was. Da kommst du nicht durch. Er hat sich einen Bunker verbunkert. Ja, nicht mehr Linge bauen. Ja, die waren im Ei. Ja, das ist immer so das Problem, dass du mal diesen Transition-Zeitpunkt nicht mitkriegst. Nicht mit einem geklumpt unterhalb einem Highground stehen, Cyrock. Da können doch Banelinge sein. Ich hab doch gesagt, die sollen zurücklaufen, warum bleiben die dann da stehen? Die kommen wieder. Wir müssen unbedingt meine Hedge sichern. Wenn meine Hedge fällt, gehe ich raus aus dem Spiel. Zara, kannst du bitte ein Stück nach vorne gehen? Diese Hedge darf nicht fallen. Morphen Banelinge. Nicht da drauf gehen, nicht da drauf gehen, nicht da drauf gehen! Ja. Ja. Muss ich da noch was sagen? Medizin bringen hier, machst du nix?
Och, Zerrock. Muss das denn sein? Machst du nix? Ich will jetzt mal gegen vernünftige Spiele spielen, nicht nur gegen so einen Abschaum. Ja, wir wechseln den Server. Aber hier finden wir wahrscheinlich wieder nichts, weil das Spielsystem hier down ist. Dann gehen wir auf China-Server oder so. Ja. Geh mal auf Asien. Immer noch besser als gegen die anderen zu spielen. Da funktioniert nicht mal die Authentifizierung. Ah, benennen Sie Ihren Charakter. Da haben wir jetzt bestimmt gleich einen Ping. Nein, ich will nicht das Tutorial spielen. Jetzt kriege ich erstmal 180 Achievements. Mein Gott, ist ja gut jetzt. Ich komme hier nicht mehr durch, Zerg. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Disconnect. Ist ja gut, dass du ihn jetzt hast. Geh mal auf Asien. Möglichst schnell, weil du kriegst 180 Achievements, das dauert noch Jahre. Mein Gott, es ist immer noch nicht vorbei. Ja, ich fange jetzt auch gleich an damit. Boah. Ja, also diese Folge habt ihr gesehen, wir haben ein paar Achievements bekommen. Nehmen wir Starkkräfte 2 Charakter. Ja, aber eil dich, weil wirklich, das dauert Minuten. Ich habe gerade das Achievement für die Verbündeten zur Borges 2018 gekriegt. Das heißt, es kommt noch ein bisschen was. Oh, es geht los. Und dann gleich bitte auf Veteran klicken, ja? Wir wollen nicht, dass du noch das Tutorial spielst. 2 Seiten. Ja, ich bin bestimmt schon bei 12. 3 Seiten. Nur Azeroth hier an Develop-Dingsbums. Alter, es hört nicht mehr auf. 4. Seite. 5. Seite. Die 6. Seite. Oh. Ja, und sonst so? Twitch-Zuschauer am 20. Geburtstag. Bob Toss. Oh! Ich hab's geschafft! 2016 Winter Championship. Ich bin durch. Ich weiß, wie man StarCraft 2 spielt. So, jetzt bin ich im allgemeinen koreanischen Chat. Moment, du hast gerade das Tutorial gespielt? Nein, ich hab auf fertig geklickt. Das wirst du gleich auch noch haben. Siege die Bunker. Jetzt bin ich mal gespannt, was man auf diesem Server verpicken kann. Also wir spielen jetzt halt gegen Leute, die das noch alle viel besser können, weil das sind Koreaner, ja? Koreaner können alles besser, außer Fußball spielen. Siehst du, schreibt schon, Historic schreibt schon, komisches Zeichen, noch ein komisches Zeichen, noch ein komisches Zeichen und 2 Ausrufezeichen. Sind wir in der gleichen Gruppe? Ja, oder? Searching 2v2. Nein, unten im allgemeinen Chat. Ich bin im General. Ja, wenn du nicht wenn da nicht steht, wer das liest, ist doof. Sind wir nicht im gleichen. Ich bin halt 1 General Chinesen. Ja, das habe ich auch. Nee, koreanisch ist das. Jetzt finden wir auch kein Spiel. Ganzer Aufwand für nix, Leute. Ja, kannst du machen warm, kannst du machen kalt. Es ist doch hier alles. Alles nur wegen Joe Biden. Na komm. Ich möchte mich über meinen Ping beschweren. Warte, ich muss erstmal die Sachen hier equippen. Ich habe ja einiges freigeschaltet. Ah, es geht los. Ich kann auch nicht. Aber diese Folge wird ein bisschen länger, kann ich euch sagen. Allein schon deshalb. Weil einfach zwischendurch in 6 Minuten gar nichts passiert. Ah ja, das sind Chinesen. Das sind keine koreanischen Schriftzeichen, das sind chinesische Schriftzeichen. Also muss es eigentlich sogar Taiwan sein, weil Chinesen haben ja keinen Zugriff auf einen normalen Server. Ich habe einen Ping von 54, was ist denn hier los? Ich habe einen Ping von 55, 39. Jetzt 77, 97. Okay, jetzt geht's los. Ja, jetzt ist er auch hoch, das merkt man. Alter, 129. 176. Ich bin halt auch Terran, ne? Also 142. Ja, kenne ich irgendwo, ja. 153.
204, meine Freunde. 182. Aber APM-Spam geht immer. Wie ist Taiwan, hast du recht? Stimmt, der Server ist Taiwan. Ich hab mal Gas First gespielt, damit ich gleich ein bisschen mit Reaper Micron kann. Da freue ich mich schon drauf. Also Macron geht ja ganz normal eigentlich, aber Micron wird halt ein bisschen witzig. Und wir schicken mal ihn jetzt ins Gas. Und er fährt dann nochmal kurz los und denkt sich, ah, da war was. Ja, da denke ich mir in EU auch von meinen Einheiten. Aber das ist so ungefähr wie wenn ich Zarok sage, wir fangen gleich mal an zu pushen. Wobei es noch schneller ist im Game hier. Mann, aber dass wir auch immer nur die gleichen Idioten gekriegt haben, ne? War schon ein bisschen unfair. Da. Ich habe aber auch nur einen Ping von 350. Ich bin bei 233, glaube ich. Ich kann es nicht genau lesen. Es verschwimmt so ein bisschen oben. 333? Weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme lesen könnt. Sollte eigentlich genauso zu lesen sein wie bei mir. Weil ich nehme ja in der gleichen Auflösung auf, in der ich auch spiele. In diesem Spiel. In Anno nicht. Und in EU4 weiß Zarok auch, dass das sehr gut ist, ne? Ja, das, wo die Schrift dann ungefähr Schriftgröße 5 ist oder so. Genau. Dann kann ich schön was von Elizabeth lehnen. Wir müssen auch mal wieder EU4 machen, Zarok. Aber eigentlich sind wir erst bei Anno dran. Hätten wir auch schon lange gespielt, wenn nicht die ganzen Partien so scheiße gelaufen wären. Jetzt, finde ich, müssen wir mindestens nochmal genauso lang StarCraft spielen, Zarok. Führt keinen Weg dran vorbei. Boah, jetzt fährt der Reaper los. Alles klar. Sind nur 3 Minuten. Alles gut. Oh, wir sind auch noch beide gelb jetzt irgendwie bei mir. Was ist das denn? Die Farben sind völlig falsch. Warum bin ich denn... Nee, ich bin orange. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo der Mais marschiert. Ja, passt schon. Ich hab keine Ahnung. Ich folge dir. Das hat sich immer schon als gut erwiesen. Wir gehen da jetzt hoch und machen da Sachen. Was machen Sachen? Haben wir schon mal den richtigen erwischt. Ich hab schon eine Bombe geworfen. Hat ein bisschen gedauert, aber... Das ist ja Lot! Und eine Forge. Naja, wir sind in den Placement-Matches. Das darf man nicht vergessen, ja? Oh, er ist stehen geblieben. Ja, es leckt. Nee, das Spiel nicht. Er ist mit seinem Probe stehen geblieben. Ich kill gerade einen nach der anderen. Kann auch noch hier bumsen. Nee, du sollst ein Dings bauen. Er hat ein Schießgerät. Ein Schießgewehr? Oh, war das hell? Ja, der stand einfach rum. Ich habe schon 5 Kills. Ja, Achtung, der hat ein Schießgewehr hat der. Ja, warum hat er denn hier ein... Hä? Ich hab doch einen zweiten Reaper gemacht. Nee! Jetzt lauf doch! Fahren! Oh, hier ist ein... Was ist das? Ein Cyclone-Push wird das? Oder was wird das hier? Ein Stargate. Frühes. Ein Sport, meine ich natürlich. Ich baue mal ein paar Einheiten. Stargate? Port, nicht Gate. Und beides Terrans. Nee, also der ist Terran, meine ich. Oh, ein Tank! Also der ja, Terran hat 1-1-1 gespielt. Mexikanisch? Du schaffst das! Gerettet. Teamarbeit! Oh, Stalker! Oh, jetzt kommt ein Schießgerät! Passiert, wenn ich mit Schießgerät meine? Ich stelle mich mal zum Watchtower. Also er hat einen Tank und einen Starport. Das heißt, es könnte droppen. Über kurz oder lang. Das Gefühl, das sind nicht die Besten, aber sie haben gute Chancen, weil sie keinen Ping haben. Jetzt habe ich mit den Mules auch ungefähr 3 Kilometer daneben geklickt. Kannst du ein bisschen nachmicronen bei den Mules. Ich brauche Depots. Sag mal was. Du brauchst Depots. Ich brauche Depots. Was bringst du Depots? Hab ich mir erschreckt. Das sind die taiwanischen SUVs, die Berlinern auch. Depleidepose. Map! Den haben wir noch nicht übrigens. Ich hab's noch nicht mal angefangen. Ich hab nämlich kein Vespingas. Das Gas, du hast Gas First gespielt. Ja, aber ich habe auch schon 4 Widowmines. Oh, hier dann. Ist doch auch schön. Jetzt habe ich nochmal einen Reaper gebaut. Ach, weißt du was? Mit dem Reaper baue, kann ich auch bauen. Ich
Erstmal eine gute mein Zuhause. Der Rest geht hier rein. Zwei Marines. Ich hab Combat Shield! Wobei der hat ja eine Forge gehabt, ne? Wahrscheinlich hat der eine Dingens in der Eco-Line gebaut oder so. Let's have a breath! Der will nur lachen. Let's have a laugh, sagt er eigentlich. Retten wir ein paar Leben. Mach ihn fertig. Nein, ich hab doch ganz woanders hingeklickt. Frechheit. Offensichtlich nicht. Hast du dich vermeint? Gott, schlechtester Two Marine Drop ever. Nee, Worker bitte fokussen. Two Marine ist es aber die 3 Sentry. Er bekommt es nicht. Ich habe ihn gerettet. Wir nennen ihn Jörg. Ich habe Jörg gerettet, Cyrock. Ja, ich bin Udo. Ja, ist eine dumme Idee. Ich habe auch nur ganz viele Idle Worker, weil ich irgendwo Sachen gebaut habe. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du einen Tank im Gegensatz zu mir? Ich habe einen Tank, ja. Das ist gut. Eins Tank habe ich. Der steht auch hier völlig sinnlos in der Gegend rum. Dafür habe ich noch keine Medivacs. Ich habe mit meinem schon gedroppt. Und hier sind nochmal zwei. Und ich bin dafür Supply Blocked. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Marines. Ja, Veteraner Standardplan, 38.000 Marines und dann mal gucken, einmal in den Tank laufen, Spiel beenden. Genau. Ich drop nochmal gleich. Warum ist hier ein Medivac? Ein WBF heißt das Ding. Weltraumbootsfahrschule. Weltraumbaufahrzeug. Nötige weitere Depots. Ich auch. Rührt euch. Was wird das denn hier? Warum habe ich jetzt ein drittes Engineering Bay gebaut anstatt eine Armory? Das wollte ich nicht. Achtung, da kommt. Ja. Da kommt. Achtung, da kommt. Fertig, einfach fertig. Wichtig sind die Medivacs. Die habe ich gerettet. Roger, Roger. Add-on von mir komplett. Das ist gut. Legacy of the Void. Das war mein bester Rambo. Mein bester Rambo-Hommage. Ganz deiner Meinung. Ich muss diesen. Gesundheit. Ruhe. Dass ich das erleben darf, da stehen bestimmt zwei Tanks und Battlecruiser. Und Mars Vikings. Finde ich gut, dass du droppst. Das hat sich nicht gelohnt. Wir stellen fest. Ich glaube, nein. Das hat sich nicht gelohnt. Und vielleicht gleich einfach mal frontal angreifen, bevor hier 180 von diesen Dingern stehen. Jetzt, wo ich drei volle Medivacs verloren habe beim Angreifen? Ja, natürlich, weil sonst sind da gleich ganz viele Battlecruiser. Warum hast du. Achso, du hast neue Medivacs, okay. Ach, du hättest keine neuen nachgebaut. Das wäre unschön. Ich bin nicht von Dumbach. Na. Da kommt was. Ein Zealot. Mehr Zealots. Stalker auf Move Command.
Geh mal hier links hoch. Zu der dritten, die sie bestimmt nicht genommen haben. Doch, haben sie. Natürlich! Guck mal, was da steht. Ja, ist doch egal. Also bei dem, was wir haben, ist das echt egal. Er ist raus! Was? Moment, ist doch noch gar nichts passiert. Ich ja, die haben halt ganze nichts. Zwei Tanks haben in Zahl 2. Bei dir ist es, die sind wahrscheinlich die Battlecruiser drin. In der Tat. Einfach ich nach hinten, Rallyn. Du hast ja Worker irgendwo an der dritten, ne? Ja. Geh mal zu dem anderen. Ich weiß gar nicht, welcher von beiden drin ist. Chinesisches Zeichen oder chinesisches Zeichen? Ich sollte vielleicht meinen Waypoint mal leicht abändern. Er hat sich gebeamt. Er hat geliftet. Er hätte zwei Twilight Councils. Ja, meine Turbotraktoren. Da fliegt noch alles weg, ne? Also da solltest du mal gucken. Ups. Der fliegt zu uns in die Base. Ja, ich versuche gerade möglichst viel Battlecruiser eben abzuräumen. Warum sind denn in meiner Base drei Vikings? Warum geht da keiner hin? Der Udo hat gewonnen. So, das war, glaube ich, die längste Folge. Meister des Terran Macros natürlich. Erstmal ja. Die 180 Achievements. Das fliegende Klassenzimmer, finde ich, ist ein sehr origineller Achievements-Titel. Und damit würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts in diese Folge klicken und dann ist es auch von mir. Und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. 2300er MMR. Wow.